Ich sag's nochmal. Hi, ich bin Anna-Maria. Ich komme aus der schönen Eifel, bin gelernte Handwerkerin und Diplom-Produktdesignerin. In der Familie haben wir die Idee zu Frohnachtsbaum gegründet. Wir haben 2015 das letzte Mal mit einem geschlagenen Weihnachtsbaum gefeiert, weil wir das halt nicht mehr wollten. Wir beobachten eigentlich alle Januar wieder, wie ja, eigentlich zu Millionen die Weihnachtsbäume nach nur 2 Wochen wieder auf die Straßen finden und finden das etwas paradox, dass wir vorher quasi den Weg und die Mühe machen, uns den schönsten Weihnachtsbaum auszusuchen, das Fest der Liebe mit ihm feiern, um ihn dann nach nur 2, meistens 3 Wochen zu entsorgen. Wir haben in den letzten 2 Jahren mit Testfamilien gefeiert und das war sehr erfolgreich. Das hat auch Spaß gemacht. Wir haben unser Modulsystem, ein Adaptersystem, an einen natürlichen Ast angebracht und da die Tannenzweige fixiert.